Ein Garten wie dieser ist nicht nur etwas fürs Auge. Er bietet vielen Tieren und Pflanzen einen wertvollen Lebensraum. Nicht nur an Land, auch unter Wasser. Die Larve einer Großlibelle. Seit etwa 2 Jahren lebt sie im Wasser. In dieser Zeit hat sie sich mehrfach gehäutet und ist ständig gewachsen. Sobald sich etwas bewegt, ist sie alarmiert. Anvisieren und zupacken. Kaulquappen sind jetzt im Frühjahr eine leichte Beute. Alle Libellenlarven besitzen eine ausklappbare sogenannte Fangmaske. Sie schnellt vor wie eine Harpune. Selbst dieser Stichling wird von dem Räuber attackiert. Libellenlarven können den Bestand an Kaulquappen in einem Gewässer erheblich reduzieren. Doch auch ein erfolgreicher Jäger wird nicht selten selbst zum Gejagten. Eine Wasserspitzmaus. Akribisch sucht sie das Teichufer nach Beute ab. Dabei kann sie hervorragend schwimmen und tauchen. Pech für die Libellenlarve. Auch die Schlammschnecke ist für die Wasserspitzmaus eine leichte Beute. Wir haben diese und andere Szenen mit 10-facher Zeitlupe gedreht. Nur so wird deutlich, welche Techniken Libellenlarve und Spitzmaus anwenden. Es ist Mitte Juli, ein warmer Sommertag. Für die gut genährte Libellenlarve beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Der Schritt heraus aus dem Wasser, hinauf an die Luft. Bis zu 2 Tage lang verharrt sie so an der Wasseroberfläche. Den Sauerstoff zum Atmen erhält sie aber immer noch aus dem Wasser. Über ihre Kiemen im Innern des Hinterleibs. Auch andere Libellenlarven stehen kurz vor der Verwandlung. Noch sind die Flügel über dem Hinterleib wie in einem Rucksack verpackt. Und die Augen stecken noch unter der Larvenhaut. Anders als bei der Nachbarin von nebenan, wo sich die Haut schon von den Augen gelöst hat. Kopf unter, rechts im Bild, eine zweite Larve. Sie streckt den Hinterleib aus dem Wasser und nimmt dabei auch etwas Luft mit auf, die beim Herauspressen des Wassers wieder entweicht. Libellenlarven reagieren normalerweise sehr empfindlich auf Störungen. Doch diese spürt vielleicht, dass hier keine Gefahr droht. Aber schließlich wird es ihr doch zu eng. Es ist 22:30 Uhr nachts. Im Schutz der Dunkelheit verlässt diese Larve das Wasser. Eine Aktion, die vermutlich die Ablösung aus der Larvenhülle erleichtert. Möglicherweise prüft sie aber auch, ob genügend Raum für das Schlüpfen vorhanden ist. Jetzt scheint alles zu passen. Die Larvenhaut platzt auf, oben am Rücken, unterhalb des Kopfes.
Wie im Zeitlupentempo befreit sich die Libelle aus ihrem Korsett. Um den Vorgang besser sichtbar zu machen, haben wir die folgenden Szenen etwas beschleunigt. Die weißen Fäden, die hier fast wie Halteseile aussehen, sind mitgehäutete Tracheen. So heißen die röhrenartigen Luftleitungen im Körper der Libellen. Was nun folgt, ist eine Hängepartie, mitten in der Nacht. Gut, dass die meisten ihrer Feinde jetzt schlafen. Etwa 25 Minuten dauert es, bis Brust und Hinterleib ausgehärtet sind. Nun ist die Libelle fit für den Aufschwung. Hat sich die Libelle vollständig aus der Larvenhülle befreit, entfalten sich jetzt die Flügel. Dazu pumpt sie Körperflüssigkeit in die noch schlaffen Anhängsel. Hin und her schaukeln unterstützt vermutlich diesen Vorgang. Ungefähr 45 Minuten dauert es, bis die Flügel sich richtig entwickeln. Bei uns im Film läuft dies im Zeitraffer in nur 15 Sekunden ab. Ein Wunderwerk der Natur. Doch bis die Flügel auch tragfähig sind, vergehen noch einmal fast 4,5 Stunden. Jetzt ist die Libelle fertig, von Kopf bis Fuß und bereit zum Abflug. Noch ein kurzer Flügelcheck-up, dann geht es ab in die Luft. Der nächste Morgen. Andere in dieser Nacht geschlüpfte Libellen haben den Sonnenaufgang abgewartet und starten es jetzt zu ihrem Jungfernflug. Aber wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Er wird selbst zur Beute. Ein gefundenes Fressen für diese Wespe. Doch den meisten Libellen gelingt der Start in die Luft, wie dieser blau-grünen Mosaikjungfer.